bin Lena, ich bin 19 und ich komme aus Hannover. Und ich habe heute den Eurovision Song Contest gewonnen. So thankful and so grateful, and I never thought that we could do this. So this is so Lena, the stage is yours, and congrats. Do I have to sing now? Yeah, yes. You have to. We love your song. Come on. Okay. The stage is yours. Okay. Vor der Generalprobe, hinter der Bühne, weit oben in Oslo. Noch weiß keiner, wie die zuletzt als nationale Aufgabe empfundene Mission gelingen kann. Deutschland hat auf eine gewisse Lena, eine Abiturientin, gesetzt. Vorjahressieger Alexander Rybak ist vorsichtig optimistisch. Stefan Raab versucht, allen Mut zu machen. Das reicht auf jeden Fall für Platz 3 reicht. Ja, die auch. Gehen wir schon rein? Ja, wir gehen schon rein. Wie viele große Ereignisse beginnt auch Lenas Triumph ganz banal. Mit dem Verlassen des Hotels in Oslo. Gestern vor einer Woche. Auf dem Weg zur ersten Probe. Test, Test, 1, 2. Wir befinden uns in Oslo. Eigentlich hätte die Abiturfahrt angestanden. Schweißausbrüche! Ja, ne? Ein bisschen wie eine Klassenfahrt, ne? Ja. Ich bin so, dass ich, kennst du das Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, dass man sich irgendwie bewegen muss, dass man so Energieüberschuss hat? So ist das gerade. Kamera gezückt, ein Filmchen gemacht. Kameras, alles voll mit Kameras. Wir sind hier gerade im Bus, es geht jetzt in die Halle. Wir proben jetzt das erste Mal. Es wird ganz wahnsinnig.
Lena ist noch 18. 18.000 Menschen fasst die Telenor Arena. Noch was? Los geht's! 28 Jahre lang, seit dem bisschen Frieden von Nicole, hat kein deutscher Künstler den Song Contest gewinnen können. Castingstar Lena ist keck. Vor 3 Monaten sang sie noch unter der Dusche. Nicht einmal Stefan Raab ist sich ganz sicher, ob für Lena das taktische Konzept passt. Was in Westeuropa vielleicht cool und angesagt ist, ist vielleicht in Osteuropa vielleicht schon wieder dekadent und armselig. Es ist schwierig, da alle Geschmäcker unter einen Hut zu bringen. Aber deswegen ist die Veranstaltung ja auch so lustig. Man darf sie nicht zu ernst nehmen. Es ist nur Unterhaltung. Unterhaltsam findet Lena ihre Minuten vor der ersten Probe wirklich nicht. Ganz Europa ist eine arg große Bühne für eine Abiturientin aus Hannover. Oh. Mach mal eure Dinge aus. Mach mal Atmo. Deutschland hatte darüber abgestimmt, wer mit welchem Lied das Land bei dem manchmal belächelten Großereignis vertreten soll. Dass dann eine Nation sich unter diesem Rhythmus versammeln sollte, war noch nicht zu ahnen. Jeder Schritt beäugt, jedes Wort wichtig. Selbst über Schuhe wurde diskutiert. Schon lange wurde der Song Contest in Deutschland nicht mehr so ernst genommen. Ja, vorher bin ich aufgeregt, aber auf der Bühne dann selber nicht mehr. Deswegen merkt man es auch nicht. Ich bin nicht immer unter Dampf. Ich bin nicht immer lustig. Und nicht immer aufgedreht. Das sind die Momente, in denen man hauptsächlich vor Publikum steht, weil das immer noch für mich alles total aufregend ist. Ist man auch aufgeregt und man ist dann auch nervös und dann wird man auch hibbelig. Die erste Pressekonferenz. Ein erster Triumphzug. Nur Lena weiß, wie sie es fast ohne Worte schafft, auf die Gesichter abgebrühter Journalisten ein Lächeln zu zaubern. I was very, very, very excited. It's like it's sparkling here and everything. Sorry. And I don't know. I like high heels and I like to wear them on stage and I think it looks nice and so I wear them and have a good time and party. Gestern Abend, 23.31 Uhr, Deutschland bangt. Niemand will Lena 12 Punkte geben. Dann die Punkte aus der Türkei. And then 10 points go to Germany. Zweiter Platz. 8 points go to 2 Minuten später. Deutschland hat die Führung erobert und wird sie den ganzen Abend nicht mehr abgeben. Locker bleiben, locker bleiben. Locker bleiben. Oslo, many greetings from Tallinn. Here are the first results of the Estonian. Ein paar Monate früher. I at it. I, you say I'm stop. Eine mittelmäßige Schülerin mit Doppelnamen Maya Landrut betritt eine Castingbox und beginnt zu singen. You say I'm selfish. I agree with you on that. I think we're giving out and way too much in fact.